Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Pokémon Erkundungsteam Himmel. Ja, seit dem letzten Part wissen wir ja, wer hinter dem ganzen Diebstählen steckt, hinter den Diebstählen der Zahnräder der Zeit. Es ist Reptane und den sind wir jetzt auf der Spur. Um ihn aufzuhalten, hat Zirfan sich Folgendes überlegt. Wir werden jetzt erstmal Orte bereisen, wo es sein kann, dass dort Zahnräder der Zeit auftauchen können, um sie zu beschützen. Deswegen wurde uns beiden anvertraut, dass wir mal zur Nordwüste reisen und da nach einem Zahnrad der Zeit suchen. Man kann sich denken, Nordwüste, Wüste, ne, Boden-Pokémon. Das heißt, anders gesagt, wir sollten unsere Elektro-Pokémon-Teamfreunde mal auf Abruf schicken. Auch wenn sie unsere stärksten Mitglieder sind, können sie uns da nicht helfen. Es geht nicht. Im letzten Part haben wir uns auch schon vorbereitet, sobald ich mich noch erinnern kann. Ich gucke nochmal nach, ne? Man weiß ja nie. Ich denke mal, es wird reichen. Ne, und die beiden freuen sich auch schon. Hat jemand von euch Diktri gesehen? Der wollte doch irgendwie so eine Weltreise antreten. Wir drei, Bidiza, Diktri und ich sollten in die Kristallhülle gehen. Als wir unachtsam waren, hat sich Diktri abgesetzt und ist allein weitergezogen. Wo ist er abgeblieben? Sobald Diktri erscheint, sobald Diktri entscheidet, sich uns anzuschließen, brechen wir auf. Okay. Dann sollten wir jetzt auch aufbrechen. Nordhüster ist das Ziel, also kann es losgehen. Das ist so ein Bereich, der auf unserer Wunderkarte noch nicht ganz zu sehen ist. Also da sind doch Wolken drüber teilweise. Aha. Ein Wüstengebiet. Die Nordwüste liegt in dieser Richtung. Aha. Wenn es hier wirklich ein Zahnrad der Zeit gibt, dann taucht Reptane mit Sicherheit hier auf. Geben wir unser Bestes und suchen dieses Zahnrad der Zeit. Dann kann es losgehen. Ich weiß nicht genau, wie viele Ebenen es sind. Aber ich werde nicht einfach mal durchlaufen, soweit wir können in diesen 15 Minuten, die wir für diesen Part haben. Okay, dann mal sehen. Sieht interessant aus. Man muss sich darauf einstellen, hier natürlich, hier gibt es einige Boden-Pokémon. Und oha. Knupsi Level 22. Man muss sich natürlich auch auf Sandstürme einstellen. Das heißt, alle Pokémon, die nicht von Typ Stahl, Gestein oder Boden sind, kriegen dadurch Schaden. In Labit hätte ich gern mein Team. Die Attacke Gift-Typ wird dir wohl, glaube ich, eher weniger helfen, muss ich sagen. Aber immerhin haben wir schon die nächste Ebene. Jetzt ist natürlich die Frage, über was wir reden könnten. Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Vielleicht zum Thema Halloween oder sowas, was wir vor kurzem hatten, wenn ihr euch erinnert. Naja, also bei uns haben doch nicht so viele Kinder geklingelt, wie man sich so denken würde normalerweise. Ich habe extra damit gerechnet, dass überhaupt was klingelt, deswegen konnte ich in dieser Zeit nicht aufnehmen, ne? Versteht ihr, was ich meine? Das würdet ihr verstehen. Ihr seid ja schlaue Abonnenten, ne? Ja. Apropos Abonnenten, ich habe bald die 100 Abonnenten-Marke erreicht. Das ist natürlich ein Riesending, wie ich finde. Und hier sind Slime-Costs zu finden. Da kann ich gleich was drüber erzählen. Ja, 100 Abonnenten, das ist schon eine Riesenmarke, also das finde ich super. Nochmal Dankeschön, deswegen. So, Slimekost. Füllt den Magen, aber Info. Nahrungsmittel, das den Magen des Pokémon etwas füllt, aber auch vielfältige Statusprobleme auslöst, da es schmierig und fettig ist. Überlege dir gut, was du isst. Vielleicht wirf ich das irgendwann mal, aber ob das was bringt, ich weiß es nicht. Und es wird auch langsam mal Zeit, dass die neuen Projekte anfangen, ja. Wenn ihr das hier seht, dann ist es, glaube ich, so, dass in 2 Tagen, einen Sonntag, also wenn ich mich nicht irre, dürftet ihr das hier, was ihr seht, am 2. November sehen, ne? In 2 Tagen, also am 4. November, dürften die letzten Parts von den letzten Projekten laufen, also von Professor Layton und Super Smash Bros. Brawl. Dann wird sich das ändern. Mit Pflanzen-Pokémon greife ich mit Gift an, was natürlich nicht trifft, aber gut, ist ganz gut. Gut. Ja, genau, es wird ein Sonntag sein, der 4. November. Ja, ich habe mir schon einen Zeitplan gemacht. Ich muss mir auch einen Zeitplan machen zum Thema Mario Kart Wii und so, weil ich da ja 2 Grand Prix fahre und ich muss ja wissen, wann ich die hochlade. Ich habe den vergessen, ne? Ich habe ja 6 Projekte am Laufen, ihr erinnert euch. Und jedes Projekt kommt immer ein Part alle 3 Tage. So, dann wird es irgendwann sein, dass ich mal in meinen Mario Kart Termine nicht 2 Grand Prix fahre, sondern mal 3, um das auszugleichen. Da wird mal was am Montag kommen, dann am Donnerstag und dann am Sonntag. So müsste das eigentlich sein. Bin schon mal gespannt, wie ich das mache. Aber es wird ja nicht immer so sein. Nochmal Kraftwelle und dann Trevenig. Blut. Hallo? Hängt das eigentlich mit dem Sandsturm zusammen, dass wir so schwer sehen können? Das ist nämlich auch ziemlich doof. Ist mir auch schon mal aufgefallen. So, Bildschirm gerade. Es ist mir schon mal aufgefallen, dass man den Sandsturm schlechter treffen konnte. War das immer so? Der wird übrigens meistens ausgelöst durch ein Hippopotas, was hier rumläuft. Oh, eine coole Box, cool. Ich wollte mal kurz gucken, ob man die jetzt schon holen kann. Oha,
Sanan Tagosso, Lavita, Stolino, Knolja, Bebeweiser, Ruin of Libis. Ne, noch sind die nicht da. Missionsziele, ein Zahnrad der Zeit finden. Also los. Mal sehen, ob wir es wirklich finden. Ich muss mal wieder auf den Bildschirm gucken, ob der in Ordnung aussieht. Oh, es hat sich was verändert. Und das liegt nicht am Bildschirm. Also auf meinem Bild. Es liegt am Nintendo DS. So. Ne, eigentlich am Spiel. Ihr wisst, was ich meine. Ich hab nur. Warte mal. Das ist natürlich doof jetzt. Das ist immer noch eingestellt von Kampf gegen Volt Hanson und seine Crew. Deswegen setzt er nur Glut ein. Ich wundere mich schon. Glitzerbox! Löschen. Setzt trotzdem noch Glut ein. Das ist natürlich doof. Und? Ja. Geht doch. Wunderbar. So. Sind ja eigentlich potenziell Neuerwerbe drin, also neue Teammitglieder, wo es sich lohnt. Eigentlich schon, ne? Rihorn, Stolrak sind hier schon da. Noctuskan, Venoflimis, ne, Venoflimis eher weniger. Es gibt also auch Pflanzen-Pokémon hier, das ist doch wiederum ganz gut. Aber es sind auch Pflanzen-Pokémon, die eigentlich Sandschleier besitzen, die Fähigkeit, ne? Das heißt, dass sie keinen Schaden im Sandsturm kriegen. Das ist so ein netter Nebeneffekt. So, ein Rihorn. Wäre eigentlich auch ein cooles Pokémon für das Team. Natürlich treffe ich dann nicht. Komm. Alter. Mach du mal. Jetzt mache ich wieder. Biss. Okay, das hat gewirkt. Das war noch nicht genug. Jetzt aber. Leider nicht. Ich habe mal gehört, dass es zumindest bei bei Retterteam Rot und Blau so, ne, bei Team Rot und Blau, dass wenn man einen Pokémon rekrutieren will, dass es größere Chancen gibt, dass das gegnerische Pokémon ins Team kommt, je länger der Kampf dauert. Das finde ich wiederum interessant. Auch wunderbar, Level 23. Sehr gut. So, Bildschirm ist auch wieder gerade. Warum schiebe ich den überhaupt die ganze Zeit? Ich glaube, ich sitze schief. So, Geschwindigkeit wieder normal. So, ich muss gleich das Item unten einsammeln. Ich muss. Oh, Gift. Ja. Wir sind echt schon E9? Alter Schwede, ist mir gar nicht aufgefallen. Das ging ja richtig fix. Finde ich umso besser. Loot. Sehr gut. So. Kann es ja weitergehen. Da ist auch schon die Treppe. Das finde ich super. Rein da. Und jetzt haben wir E10. Ein Modi-Orb. Das ist interessant. Das sieht sich interessant an. Das sehe ich mir gleich mal an. Ja, die Zeit muss sein. Die Hälfte des Parts ist ja schon vorbei. Und 10 Ebenen haben wir geschafft. So, komm, jetzt mache ich es einfach fertig hier. Das kann ja nicht so schwer sein. Geh doch. So, Items. Modi Orb. Verwandelt Pokémon. Das finde ich interessant. Ein Item, das dein Gegner in ein anderes Pokémon verwandelt. Das ist ja mal geil. Wollen wir es gleich mal ausprobieren? Das möchte ich mir mal kurz gönnen. Bildschirm ist gut. Ich werde wahrscheinlich am Ende Probleme beim Schneiden haben. Da bin ich mir sicher. So, Modi Orb. Setz ich mal ein. Hat sich ja richtig gelohnt. Hängt wahrscheinlich mit... Alter! Oh! Nee! Alter, ich hasse Kratzfurie. Wer hätte der Letzte getroffen? Ich dachte schon, ich habe eine Siebelbeere eingesammelt und mitgenommen. Oh, dann wäre das jetzt das Ende. Das wäre ja richtig dumm. Also ehrlich jetzt. Das wäre ja richtig scheiße. Oh, ich treffe überhaupt nicht mehr. Selbst Grimasse trifft nicht. Wie kann denn Grimasse eigentlich nicht treffen? Guckt das Ding weg oder was? Mann. Funkelbox, immerhin. Ich hoffe, da ist was Gutes drin. Oh Gott, Schock fürs Leben. Erinnert mich an die Ampere-Ebene. Ja, wir kriegen einen Schaden, ohne dass es richtig angezeigt wird. Mach's fertig jetzt, komm, du wirst doch wohl treffen. Das... Oh, scheiße! Oh, hat sich jetzt 15 oder 19 KP, das ist natürlich... Ich sollte mal öfters oben auf die Statik gucken. Gift-Heap, komm, das muss doch treffen. Jo. Und Gift. Mann, das ist halt aber eine erstaunlich gute Wirkung. Hätte ich nicht gedacht. So, komm hinter uns her. Okay, das hängt natürlich auch mit dem Sandsturm zusammen. Das wundert mich jetzt eigentlich nicht. Trotzdem. Stolrak. Ein sehr cooles Pokémon. Hätte ich gerne bei mir. Und? Natürlich nicht. Na, hoppala. Na, hätte sich eh nicht gelohnt. Okay. Dann kannst du da weitergehen. So, mal sehen. Ja, gleich zwei Pflanzen-Pokémon. Wie machen wir das Gift-Team, ne? Alter, wie schnell kann er so Gift eintreten? Das ist ja eine... Das sind super Chancen. Das finde ich doch super. Nummer 1.
Oh Gott, nein, 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 ich sehe das. Nein, nein. Was ist stärker, Ruckzuckib oder was anderes, wie ein Silberdom zum Beispiel? Okay, egal. Ah, ich krieg's. Komm, treff jetzt, ja. Ich kriege echt einen Herzkollaps. Na, Haraki und Kratzfuri sind durch so scheiß Attacken. Die brauche ich auch. Ich kann später mal als, ich kann später mal als Lucario ja Knochenharz lernen. Das ist eine geile Attacke, muss ich ehrlich sagen. Eine sehr, sehr starke Bodenattacke, die ja 2 bis 5 Mal treffen kann. Finde ich super. Ich hätte echt Probleme beim Schneiden haben, weil der Bildschirm. Ich kann ja ein bisschen was erzählen, wie ich aufnehme. Ist ja so, ich nehme einfach die Kamera, also die hänge ich irgendwie auf. So, und die guckt sich den Bildschirm an. Aber nicht, eben nicht nur den Bildschirm, sondern auch das drumherum. Das heißt, ein Teil ist schwarz. Einfach nur wegen den Lichtverhältnissen. Weil der Großteil eben von den Bildschirmen gemacht ist. So. Und wenn der Bildschirm ein bisschen weiter nach links gerückt ist, als genau in der Mitte, dann muss ich das beim Schneiden berücksichtigen, sobald ich den schwarzen Rand wegschneide. Mache ich ja durch ein Programm. Das schneide ich durch ein Programm. Also weg die schwarzen Ränder, dann seht ihr eben nur noch diesen Bildschirm. So weit es geht. Und wenn ich dann irgendwie plötzlich hier drüben, dann seht ihr, dass da kurz ein schwarzer Rand war. Und wenn... Oh, das ist sehr gut. Stell dir vor, 7,5 Minuten ist mein Bildschirm auf der linken Seite und 7,5 auf der anderen Seite. Wie soll ich das denn schneiden? Da muss ein riesiger schwarzer Rand in der Mitte sein dann. Oder zumindest außen, damit ich ihn dann herwechseln kann. Oh, oh. Gut, dass es nur zum Schlafen bringt, okay. Wirklich so, dass die anderen jetzt nicht auch noch auftreten. Ja, es tauchen ja jetzt Fallen auf. Die Schlaffalle war jetzt nicht so schlimm. Oh nein, ach, das ist noch... Ah, oh, das ist eine Attacke, die über Fern treffen kann. Gut, dass sie jetzt gar nicht so oft trifft. So, egal. Dass Sandan sich zurückzieht. Es ist gut, dass Sandan sich zurückzieht. Oh, wunderbar. Sehr schön, Level 23. Hier kann man sich gut leveln. Knacklinger ist auch Level 24. Okay. Oh Gott. Das ist aber ein Riesenunterschied zum Thema der Ampere-Ebene. Ist doch das von eben, ne? Nee. Biss. Sehr gut. Noch einmal bitte. Das kann saugefährlich sein. Du bist ja immer noch nicht tot. So. Bitteschön. Ich wäre schon längst tot nach 2 Biss, glaube ich. So. Kannst ja weitergehen. Wir sind auch bald fertig mit dem Part. Und... Jetzt umso schneller vielleicht, irgendwann mal. Mal sehen. Oh ja, sehr gut. Ich Glückshase. Das hört sich gut an. Oha. Ah, okay. Sind wir am tiefsten Punkt der Wüste? Hm. Pass auf, da ist Treibsand. Das ist Treibsand. Das ist Treibsand. Ich kann kein D mehr sprechen. Der Sand wird überall nach unten gezogen. Das ist ein Sandstrudel. Wenn wir zu nah herangehen, werden wir hineingezogen. Hier ist es gefährlich. Ich sehe hier nichts, was im Entferntesten wie ein Zahn der Zeit aussieht. Ja. Vielleicht ist es... Ist hier einfach nichts. Oh. Was ist los, Lupa? Dieses Gefühl. Selber hatte ich am Nebelsee. Ich kenne diesen Ort. Vielleicht habe ich ihn nur... Habe ich nur von ihm gehört. Aber es kommt mir so vor, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Ich weiß nicht, woher. Auf jeden Fall kenne ich diesen Ort. Hör mal, Fnupa. Hm? Was ist los? Du warst gerade ganz gedankenversunken. Hier gibt es anscheinend nichts zu finden. Wie schade. Berichten wir in der Gilde davon. Lass uns hineingehen. Ja, schieb mich doch einfach weg. Knöcklich und komm hinterher. Das war's für diesen Part, würde ich mal sagen. Aber immerhin ist das Gebiet hier oben entdeckt worden. Wartet mal. So sieht das aus. Hier. Der gelbe Punkt in der Mitte ist die Nordwüste. Die Wolken über der Nordwüste haben sich verzogen. Schön. Wir sind zurück in der Gilde und ungefähr hier muss ich jetzt das Bild hinschieben. Okay. Was? Es sind also alle von ihrer Suche zurück? Aber niemand hat etwas gefunden? Wie enttäuschend. Tja, so ist es. Ich werde erstmal kurz gleich einen Cut machen müssen. Ich mache noch kurz weiter. Hey, hey, wir waren in den östlichen Wäldern, ganz wie man es uns aufgetragen hat. Aber hey, da war außer dem Wald überhaupt nichts zu finden. Hm. Und was die Kristallhöhle angeht, ja wohl ja, sie war randvoll mit Kristallen. Jetzt muss ich mal kurz einen Cut machen, dann sehen wir uns gleich wieder. Wegen der Videodatei, ihr kennt das ja. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, wisst ihr, wie das immer läuft. So. Wenn das mal keine hübsche Höhle war. Sie war so hübsch, dass ich nicht anders konnte, als mir einen Kristall mitzunehmen. Wann hast du den aufgehoben? Ich war die ganze Zeit bei dir, ich habe nichts bemerkt. Pizza? Unser Ziel war es, als Zahnrad der Zeit zu finden. Dieses Ziel zu erreichen, ist uns allen nicht gelungen.
Aber du hattest auch noch den Nerv, ein Souvenir mitzunehmen, das mit der Mission gar nichts zu tun hatte. Für wen hältst du dich? Oh, weia, tut mir leid. Ich wollte einfach einen klitzekleinen Schatz haben. Das ist alles. Ziffens, ich sage es nur ungern. Unsere Anstrengungen haben keine Früchte getragen. Ah, wie ärgerlich. Ich habe geglaubt, wir hätten an vielversprechenden Orten gesucht. Ich gebe meinem eigenen Unwissen die Schuld. Ich bin wirklich betrübt. Meine Güte, nein! Du darfst dir nicht selbst die Schuld geben. Wir haben unseren Plan doch deinem riesigen Wissen erst zu verdanken, Zirfens. Nichtsdestotrotz waren unsere Anstrengungen umsonst. Das ist eine Tatsache. Aber es ist sinnlos, uns selbst die Schuld zu geben. Lass uns den Plan überdenken. Wir werden uns morgen auf eine andere Strategie überlegen. Ja, das werden wir. Auf dass wir das Problem gemeinsam lösen. So sieht es aus, Pokémon. Für heute haben wir genug getan. Ruht euch aus. Bereitet euch auf morgen vor. Verstanden. Okay, dann würde ich sagen, war's das für heute mit diesem Part. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Ne? Wir hatten einen schönen Plausch und so. Und seit neuestem geht's meiner Stimme auch wieder gut. Ich habe irgendwie wieder das zu sprechen. Vorher wollte ich nicht so gerne. Ich glaube, die hat eine kleine Pause gern verdient. Aber naja. Wir sollen auch etwas schlafen, machen uns aber morgen wieder. Den Text kennen wir ja. So, dann sehen, wie es denn morgen aussieht. Ob wir morgen was erreichen. Das erfahren wir dann im nächsten Part. Deswegen würde ich sagen, bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.